Ich grüße euch, Freunde des Antitoast, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin mit Sadako Chan unterwegs heute. Eine kleine Runde Onryu zocken und gucken, was so geht. Hab ein lila Addon dabei, dass die letzten vier Fernseher eingeschaltet werden, wenn ich mich porte. Die, glaube ich, aber auch von Survivern ausgeschaltet wurden. Und wenn Survivor in der Nähe von einer Glotze sitzen, die an ist, dann sind sie ahnungslos. Und ich bin gespannt, wie das zusammenarbeitet tatsächlich. Da haben sie schon den ersten Gen durchgeklöppelt hier, okay. Moin Meisters. So. Ach nee, das lila Addon war was anderes. Genau, die schreien auf, wenn ich mich manifestiere. Das war der Tadet, jo, der Tadet. Zack. So, komm mal mit, Kollege. Haben wir hier einen Geißelhaken? Ja, leider wieder nicht. Kein Geißelhaken, schade. Ran mit dir. Ja genau, ich habe mich mit meinem Addon vertan. Das ist, wenn ich mich manifestiere, schreien die auf. Aber das werde ich euch nochmal vorlesen am Ende der Runde. Ich wusste noch, dass die wusste, dass sie da ist. Ja, ich wusste, der hat einen Dead Heart. Ah, Gottpalette, und den Hit habe ich trotzdem gut gekriegt. Ja, die wollen Gens machen, die Leute hier. Guck mal hier, wo war der? Und zack. Mitkommen, Mr. Dwight. Ich glaube, so im Loopen und sowas sind die gar nicht so gut. Aber die machen Gems. Ne? Also selbst die schlechtesten Survivor, was Loopen und sowas angeht, können gefährlich werden, wenn die halt nur Gems ballern. Hier war jemand, jetzt aber leider nicht mehr. Da wurde gerettet. Das war wahrscheinlich der Mr. King. Ja, gehen wir jetzt halt nochmal auf den Dwight. Ist halt Pech für ihn. Hätte sich ja der Retter zeigen können. Außerdem muss ich ein bisschen Druck aufbauen. Free Hits, sehr schön. Oh, hier sind sie alle. Oh, da rennt noch eine Klödia. Er deadhardet erstmal. Erstmal eine Glyphe, die müsste ich eigentlich einsammeln für die Challenge, aber drauf geschissen. Wir wollen uns jetzt erstmal den Mr. King holen. Und der rennt auch nur. Wo rennt er denn überhaupt hin? Er weiß gar nicht, wo er hingerannt ist, aber Hauptsache, er ist gerannt. Leute, was war das denn? Alter, Barbecue ist halt so stark auf ihr, ne? Oh, rein da. Wieso weit willst du hier weiterspielen? Ja, will sie.
Atz. Danke für den Geißelhaken. Reverse Barbecue bedankt sich. So. Moin, Meisters. Na? Habt ihr mich schon vermisst? Okay. Bin unsichtbar. Na, wollen Sie, ich wollte gerade sagen, wollen Sie die nicht mal retten? Bitte schön, Mr. King. Oh, bra, 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 bra. Das war anscheinend nicht so geplant, Kollege, ne? So, komm mal mit. Ich muss sagen, dieser Status verdammt oder verdammnis oder wie das heißt bei Sadako, der droppt schon ziemlich selten, muss ich sagen. Den kriege ich drauf. Hat sie gut gemacht. Da habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Aber das war wieder sehr stupid. Weil die kriegen ja, glaube ich, nur Verdammnis, wenn die in der Nähe sind, wenn ich aus der Glotze krabbel. Und ich bin der Meinung, ich habe hier gerade einen herlaufen sehen. Schauen wir mal nach. Ja. Was haben wir denn hier? So. Ich dachte, die ist schon auf dem Weg hierhin zum Retten, wo der Jin gerade fertig geworden ist hier. Ist dem nicht so, ja? Nö, ist dem nicht so. Ja, ich wusste, dass du da wieder dran bist. Hallo. Zack. Ah, oh, die will jetzt, ja, die hakt jetzt echt ab, oder was? Ah, ihr wart da zu zweit dran. Ich verstehe. Ich verstehe euren Plan. So. Schade. Der Mr. Dwight hier. Der war nicht nah genug, dass er schreit. Ich hätte ihn gerne aufschreien lassen. Fenster ist auf der anderen Seite, was du suchst, Mr. Dwight. Ja, scheiße, ne? Wo ist denn die Gottpalette? Nachher, die hast du ja geschmissen vorhin. Ja, jetzt eine Palette hier zu haben, das wäre schon geil, ne? So. Katie. Da bist du. Na ja, wo willst du denn hin, ha? Oh, die hat einen Dead Heart. Lol. Sehe ich zum ersten Mal bei dir jetzt das Dead World. Aber Mindgames müssen wir üben, ne? Die ist auch ein Dead on Hook.
Ah, da kriegt die Mac wahrscheinlich die Hatch. Macht nichts. Sei ihr gegönnt. Alter, die geht ja ab wie Schmitz Katze. Habt ihr das gerade gesehen? Ah, Megan. Ja, kriegst du wohl doch nicht die Hatch. Ah, man kann sich ja auch mal irren, ne? Auch ich irre mich. So, bitteschön. Wo ist diese Glyphe? Das ist eine blöde Wanderglyphe hier, ne? So. Sehr schön, haben wir auch die Glyphe auch noch eingesammelt. Alle erwischt, Glyphe eingesammelt. Was will man mehr, Leute? So eine schöne Runde. Ah, Sadako macht schon Bock, Leute. Die bockt richtig. So, wunderbar. Eine Glyphe. Haben wieder ein Double Pip hier rausgeholt. So, was machte mein Addon? Genau, Überlebende in einem Umkreis von 16 Metern. Die Zeugen einer Manifestierung werden, schreien und geben ihre Position für 4 Sekunden preis. Das war das Addon, was ich meinte, nicht das mit den Fernsehern. Das mit den Fernsehern wollte ich als erstes mitnehmen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Leute, wenn euch die Folge, die Runde mit Sadako gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen, wäre mega geil. Aktiviert auch die Glocke und abonniert meinen Kanal, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann.